Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schloss Esku. Steht hier drauf und ja, hier ist die Falle. Da ist irgendwie die Feder drin kaputt. Und das ist ein Panikschloss. Sollen wir mal eben gucken. Das machen wir einmal auf. Funktion B hat das hier. Steht hier drauf. Das wollen wir eben sehen. Dann brauchen wir jetzt erstmal eben den richtigen Schraubendreher zu. Weil die Schrauben sind nämlich alle so ein bisschen. Ja, und da kommt sie. Und die andere, die ist hier. Wichtig ist immer bei der ganzen Geschichte, Schrauben in eine kleine Dose. Da ist was drin, das wollte ich mal eben rausholen. So, und dann können nämlich hier die Schrauben alle rein. Jetzt muss ich mal eben schnell was gucken. Ja. So, das Schloss ist jetzt auf und das Schloss hat jetzt mehrere Probleme. Einmal haben wir hier eine Feder, die muss da wieder eingehakt werden. Die ist raus. Und da muss ich mal eben gucken, wo die gewesen ist. Die muss dann da wieder rein. Nehmen wir erstmal eben das eine Bauteil. Oder besser ist, ich mache das so, dass ich dann davon eben Fotos mache. Dann hat man das immer so ganz genau. So, den Becher mal raus, ist so rot. Dann hat man das ganz genau, wie das aussieht und wo eben halt Sachen hinkommen. Dann gestalte ich das mal eben so als Fotos. Dieses Bauteil hier, das steht unter Spannung. Ja, muss dann hier so rausgenommen werden. Und die Feder, das ist also diese hier, die spannt das hier drunter. So, hier ist die. Das Teil hier ist auch lose. So, nehmen wir das auch mal eben hier raus. Hier liegt eine Unterlegscheibe zwischen. Das ist auch dazu gedacht, damit man das nicht durchsteckt und dass die Drückernuss eben halt geteilt ist. So, das Ganze ist also hier fest. Und das ist die Mechanik hier. Jetzt nehmen wir die Feder hier auch noch mal eben raus. Wenn man die Nuss hier noch rausnehmen und dieses Bauteil hier, dann nehmen wir den Riegel auch noch mal eben raus, dann haben wir das Ganze auch gleich richtig. Und das lassen wir da erstmal drin. Dieses Bauteil hier, das ist hier locker. Und das muss ich jetzt als allererste mal eben festmachen. So, also mal gucken, dass die Feder hier nicht abhanden kommt, die hier drin steckt. Die ist eigentlich ziemlich fest. Das ist auch fest. Und das steht auch unter Spannung, das ist auch fest. Und hier haben wir noch so eine Rostlöshülse. Und darunter ist die gebrochene Feder. So, die müssen wir dann gleich auch noch erneuern. Alles klar, dann mache ich das jetzt mal eben. Na, konnte man das sehen? Konnte man nicht sehen, ne? Das habe ich da nicht drauf geguckt. Das Teil hat also hier gesessen. Und das war da oben drauf. Okay. So, dann haben wir das auch und ich muss mal die Kamera hier ein bisschen anders gestalten, damit man was sieht. Okay, und gleich beim Zusammenbauen, dann sehen wir das jedenfalls auch. Also dieses Bauteil hier ist locker. Und das muss ich jetzt erstmal eben irgendwie befestigen, damit das
damit das Schloss überhaupt zusammenbauen kann. Dann machen wir eine neue Feder rein und dann ist das Schloss wieder funktionsfähig. Jetzt dokumentiere ich das mal ein bisschen besser. So sieht das Ganze also aus. Er ist also nach außen geknickt. Hier ist so ein kleiner Hebel noch dran. Und das habe ich jetzt hier wieder festgemacht. Ja, das ist mir wieder locker. Der wackelt irgendwie so ein bisschen in sich. Okay, dann versuche ich den gleich nochmal eben wieder zu bearbeiten. Und dann sollte das dann aber gehen. Ja, die haben da echt, wenn mich das gleich nervt, nehme ich den raus. Ja, doch, der wackelt noch ein bisschen in sich. Oh, okay. Na, also mit meinem Licht los. Stromschwankung. Das mache ich nochmal fest, das ist noch nicht richtig. Ach, ich verstehe auch nicht, warum die da nicht einen vernünftigen Bolzen für genommen haben. Gut, okay. Ich mache das jetzt nochmal eben und dann sollte das funktionieren. Jetzt ist er fest. Gut, warum nicht gleich so? Okay, dann kümmere ich mich jetzt mal eben hier um den Burschen. Mal gucken, warum hat der eigentlich da so eine rote Kappe dran? Naja. Gut, da brauchen wir eine kleine Feder, die jetzt hier sitzt und dann nach vorne drückt. Das ist das, was der Kunde mir hier mitgegeben hat. Und da ist sie drin. Wahrscheinlich will ich da aber gleich eine andere reinsetzen. Mal gucken, wie die da genau gesessen hat. Oh, ich hasse das immer, wenn das alles so zugemacht wird. Gut, also so hat die dagegen gelegen. Ja. Dann gucke ich mal eben, was ich da am besten machen kann. Ich habe da jetzt eine andere Feder gemacht, die da reingesetzt. Und jetzt ist auch eine gute Funktion. Jetzt muss hier noch das Bauteil drauf, was das nachher also praktisch ein bisschen runterdrückt noch. Und das geht hervorragend. Ja, klar, ich muss ja auch rausspringen, weil der hier auch kein. So. Okay, dann ist das wieder in Funktion. Dann geht das wieder, das ist jetzt auch wieder richtig drin. Einzigste Manko ist jetzt nur, die guckt hier ein bisschen raus, aber ich könnte die da in der Ecke noch kürzen, dann wäre das also auch in Ordnung. Gut. Dann geht's weiter. Dann kommt jetzt hier die Unterlegscheibe drauf. Dann kommt dieses Bauteil da drauf und das sitzt hier noch mit drin. Also es wird hier. Okay, fällt dann raus, wird hier noch mit eingehakt. Ja, eigenartig. Das sind immer solche Sachen. Wenn wir da nicht reingehen, oder sich verklemmen irgendwo. Gut, okay. Dann kommt das da jetzt auch hin. Das wird jetzt hier wieder eingehakt. Ist die Funktion auch wieder gegeben. Diese kleine Feder hier, die muss da in das Bauteil rein. Ja, dieses muss da rein. Und dadurch, dass der locker war, schätze ich mal, ist da mal rausgesprungen. Und ich müsste da jetzt einen kleinen Bindfaden reinziehen, um die zu spannen. Ich will mal eben was gucken.
Okay, das mache ich dann mal eben anders. Mal gucken, ob das geht. Nee, das wird glaube ich wahrscheinlich nicht gehen, ne? Oder? Nee, das wird nicht gehen. So, dann mache ich die da eben einmal raus. Pack die da ein. Das mal oben, glaube ich. Dann kann man das ein bisschen besser sehen, was ich hier mache. Die Finger verdecken immer alles. Da muss das also eingehakt werden. Andersrum. So. Und das Teil muss jetzt da drauf. Und ich nehme mal eine kleine Schnur, mal gucken, ob ich das so hinbekomme. Gut, wäre jetzt wieder ein Schraubstock. So, dann ist das auch wieder drin. Dann sieht das schon mal soweit gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, was er jetzt sagt hier. Ich habe mal hier meinen Finger drauf, damit da nichts passiert. Auf alle Fälle funktioniert das so wieder mit der Feder. Ja, jetzt muss ich noch mal eben gucken. Jetzt haben wir hier den Riegel. Der Riegel hat hier so einen Pin, der muss da wieder rein, in dieses kleine Loch hier. Jo, weiter geht's. So, das muss da unten rein. Mal gucken, ob sich das irgendwie so finden lässt. Was nicht. So, man muss nämlich da rein. Man muss nicht in das Loch rein, das war falsch von mir. Loch falsch. Das muss praktisch da rein. Gut, jetzt haben wir hier noch die Zuhaltung. Und wir haben auch noch das Bauteil hier. Muss ich jetzt selber erst mal eben gucken. Hier haben wir noch die Feder. Gut, so, dann wollen wir das Ganze auch noch mal eben einsetzen. So, die Feder habe ich hier schon mal drin. Die kommt also ja hier hin. Und dann kommt die hier da rein. Gucken. Ne, muss so sein. Das Bauteil ist auch locker, ey.
Stimmt hier noch nicht ganz. Lass gucken. Oh, schwierig gerade. Sehen wir das Problem nicht. Frage ich mich manchmal, wie die das zusammenfummeln. Das stimmt, dann mal angucken. Das muss ich jetzt mal eben. Jetzt bin ich erstmal eben gerade selber ein bisschen. So, rum war das. Die kurze Seite muss da rein. Jetzt ein Denkfehler drin. Gut, muss ich noch mal gucken. Ich glaube, ja, ich habe da einen kleinen Denkfehler drin. So. Okay. Ne, ich glaube, da was nicht, nicht, weiß ich das selber gerade nicht. Gut, kann ja auch nicht alles wissen. Denn eigentlich ist das so. Wir hier rein, dass man die lieber nicht reparieren sollte. Der Grund ist, wenn danach irgendwas passiert, ist derjenige dran, der da rumgespielt hat. Und der hat nachher auch die Schuld. Und die haben mir aber versichert, aber ich schreibe, die haben mir versichert, dass das da im privaten Bereich ist und dass das alles okay ist. So, und das funktioniert, sollte das nicht so sein. Schreibe ich das auf alle Fälle nochmal drunter, statt der Rechnung. Das ist wichtig. Damit ich da jedenfalls einigermaßen aus dem Schneider bin. So, mal eben was gucken. Okay, das funktioniert wieder. Okay, das war dann auch richtig. Das funktioniert auch. Hier zurückspulen. Meinen Becher noch mal wieder ein bisschen rausnehmen für die Schrauben. Gut, und jetzt, achso, wenn ich jetzt die Klinke betätige, muss ich mal gucken, auf welcher Seite. Das muss doch nicht hier sein. Dann soll es wieder zurückgehen, hat man gesehen. Okay. So, das Ganze nochmal. Meine Reißnadel weglegen, wenn ich jetzt hier drücke, soll das Teil zurückgehen.
Das tut es auch. Und die Seite angucken. Die funktioniert auch so. Das ist jetzt die Außenseite. Die geht jetzt leer. Soll sie auch sein. Ja, der Riegel bleibt hier draußen. Und wenn ich jetzt hier auf die Innenseite drücke, funktioniert wieder alles. Gut. So, das Einzige, was jetzt nicht geht, muss ich jetzt mal eben nachgucken. Genau, der ist nämlich falsch. Das sehe ich schon, ist, wenn ich jetzt hier reinstecke, dass der. Na komm schon. Naja. Der Schnapper geht jetzt nicht. Gut, so, dann das kommt nochmal irgendwie wieder zurück. Das ist defekt. Das mache ich mal eben auf. Das auch nochmal. So, dieser hier. Der ist nicht in der richtigen Position. Der rutscht dann nämlich weg. So, mal gucken. Sehen, ob der da irgendwo rein muss. Nee, eigentlich nicht. Der hier ist noch nicht ganz so, wie er sein soll. Da ist, und habe ich einen Denkfehler drin oder so. Gerade. Ja, okay. So, jetzt läuft es da auch in dem Bereich. Jetzt halte ich den mal eben einfach so fest. So, mal gucken, was sieht das, wie das jetzt aus? Hat er die Option nicht? Ich muss ja von außen aufmachen können. Moment, mal ich muss was gucken. Das ist jetzt aufgeschlossen. Jetzt geht das mit der Klinke auch. Mit dem Schlüssel. So, jetzt geht es natürlich nicht, ist klar. Jetzt läuft der leer. Jetzt geht der. Ist alles richtig? Das habe ich nicht geguckt vorher. Gut, okay. Das gucke ich mir nochmal eben an und dann sollte das aber gleich funktionieren. Ja, ich habe vorher nicht geguckt. Manchmal vergesse ich das einfach. Ob das Schloss soweit funktioniert. Ich hatte mich da jetzt ein bisschen drauf verlassen, dass der Kunde gesagt hat, da ist nur die Feinfeder kaputt und die kommt noch raus. Aber das ist auch noch so, wenn der Zylinder hier drin ist und hier auf die Schließnase gedrückt, also die Schließnase hier drauf drückt, passiert also Folgendes. Genau an dieser Position hier, da mal eben gucken.
Da wird das gegengedrückt und dann schiebt sich das Teil hier nach vorne. Und ich habe mich eben gewundert, warum dieses Teil nicht bewegt wird. Und das liegt einfach daran, weil schiebe das mal wieder zurück. Weil genau an dieser Position fehlt was. Hier muss noch ein kleiner Haken dran, wenn dieses Teil dagegen drückt, dass dieses Teil hier bewegt wird. Ja, das heißt also, der schiebt sich hier vorbei und schiebt dieses hier. Ich drücke den mal eben hier rein, damit es besser sehen kann, sonst so viel Spannung drauf. Schiebt dies hier nach hinten. Ja, dieser würde jetzt hier dagegen laufen, würde den jetzt hier praktisch nach hinten schieben. Und er drückt sich da so vorbei. Vorbei. Ein bisschen kann man das noch sehen. Ein bisschen macht er das noch, ne? Ich bleibe wieder in diese Position. Und so müsste der den praktisch nach hinten drücken. So, jetzt rufe ich nochmal eben den Kunden an und frage mal eben nach, ob das jetzt nur als Riegel zum Abschließen benutzt wird und das mit der Falle oder ob das noch eine andere Tätigkeit hat. Und dann müsste ich nämlich dieses Blechteil hier irgendwie erneuern. Ich weiß das momentan noch nicht wie, aber ich frage erstmal beim Kunden nach. Absprache jetzt mit dem Kunden ist, dass das Teil wird nicht gebraucht, weil das eine Nebentür ist und die wird nur benutzt, um da rauszugehen. Und die haben von beiden Seiten eine Klinke. Das heißt also, wenn die Tür aufgeschlossen ist, kann man trotzdem eben halt aufmachen. Okay, dann werden wir das Ganze jetzt mal eben einsprühen. Dann kommt der Deckel da drauf. Habe mich schon gewundert, warum das nicht geht. Naja, wie gesagt, also ich muss einfach vorher gucken. So, und das ist jetzt hier einmal wieder fest. Das auch. So, dann hat das Schloss die Funktion, die das haben soll. Dann ist das soweit in Ordnung. Gut. Ja. Dann finden wir das noch ein bisschen. Sauber machen. Dann wollen wir mal eben gucken, ob die Funktion hier geht. Das geht. Das geht nicht, ist klar. So, Tür ist abgeschlossen. Ich bin jetzt draußen und es dürfte nicht gehen. Ist leer. Und hier von der Innenseite. Ist jetzt die Innenseite. Da müsste das jetzt hier zurückspringen. Okay. Kann nicht, weil der Schlüssel verkehrte Position hat. Das ist keiner mit Noten gefahren. So, jetzt geht das aber. Ja. Also in Panikschlössern muss natürlich auch ein richtiger Zylinder drin stecken, weil wenn der nicht in der richtigen Position ist hier, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Okay. Das geht dann auch wieder. Ja, und für das andere haben wir also die Funktion, hier ist nämlich gar keine Schraube drin gewesen. Ich da eine passende habe.
wieder reingeht, dann noch reingeht. Gut, das wird funktionieren. Da muss ich jetzt nur die ein bisschen kürzen, weil die zu lang ist. Das mache ich nochmal eben, dann kommt die da auch rein. Und dann ist das auch wieder in Ordnung. Dann kann das hier nicht wegfliegen. Also dann war schon mal jemand dran oder hat die rausgedreht oder ist rausgefallen, aber das kann ich mir gar nicht denken. Aber egal, die kommt da jetzt noch eben eine rein. So, dann hat das Ganze auch wieder eine Funktion. Nochmal eben alles kontrollieren. Das ist immer wichtig, weil wir wollen ja keine Reklamationen haben, weil das ist nicht gut. Ja, so, das funktioniert wieder und dann geht das hier von außen auch. Okay, dann ist alles wieder so, wie es sein soll, bis auf diese eine Funktion nicht. Aber wie gesagt, das war abgesprochen mit dem Kunden, das soll nicht gemacht werden. Und das ist eine Nebentür und ja. Das ist immer so, damit ich weiß, dass ich dabei war. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen. Versiegelung da drauf. Gut, das muss jetzt noch ein bisschen trocknen und dann. Ist das auch wieder alles okay? Feder kommt hier wieder rein. So, das war es dann soweit von meiner Seite aus. Und ja, dann freue ich mich auf mein nächstes Projekt. Alles weitere steht unten in der Videobeschreibung drin. Da ist auch meine Adresse und man kann mich darüber kontaktieren.